Geht doch. Mann, 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 Mann. Immer diese Sachen mit Twitch, ey. So, willkommen zurück zu Spyro 3, meine lieben Freunde. Es geht weiter. Mit Icy Peak. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an das Level. Kann ganz schön eklig werden. Treffer 1. Treffer 2. So, noch irgendwer? Nein? Gut. Aua. Das hat ganz schön weh getan. Aber das ist hier auch eine richtige Schlitterparty. So, den nehme ich mal mit. Boah, 500 in dem Level. Ist ja rekordverdächtig. Na, wobei, wir hatten ja schon einmal 500. Das war sehr knapp. An was man hier alles denken muss, ehrlich gesagt. Jetzt tauchen wir auch noch ins eiskalte Wasser. Ja, nee. Ah, Spyro 3. Ehrlich gesagt, das schwerste Spyro von allen. Spyro 3 macht die meisten Probleme. Muss ich mal so sagen. Habe ich das eingesammelt, das Zeug? Ach nein, die sind untergegangen. Uff. Falsche Richtung, da geht's raus. Danke, dass ich dich mitnehmen darf.
Habt ihr gut gemacht. Nicht der echte Hallöchen. Na, wie geht's? Autsch. Ja, das war knapp. Schau mal nach oben rechts. Mir geht's ganz gut, ja. Hey, O Studio. Ja. Freut mich, dass du wieder da bist. Und O Studio, wie geht's dir so? Tja, er bewegt sich auf meinen Kopf. Heißt, sobald ich mich bewege, bewegt er sich auch. Das ist noch so ein Ding, das muss ich noch kaputt. Ja, du hast es erfasst. Das Programm nennt sich Face Rig. Tim Menschen Fabian, guten Abend, wie geht's? Haben wir heute Party-Time oder was? XD. Na, freut mich doch zu hören. Müde bin ich auch zum Teil. Aber nichts hält mich davon ab, die Achievements zu holen. Hey Nate. Das ist beabsichtigt, weil das ist eine Bildschirmübertragung, die ich da drin habe. Time. Menschenfarbe. Ja. Dadurch, dass es auf Bildschirm läuft, Gameplay. Also über Bildschirmübertragung ist dann eben der Mauszeiger halt da.
Knapp. Ich mach's aber auch manchmal spannend hier. So, am besten nicht schießen lassen. Das tut nämlich weh. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Weil die Level sind halt... Autsch. Groß. Und... Naja. Wir müssen schon für ein Level so... gut 20 Minuten einrechnen. Ah, stopp. Das sind sogenannte, ja, wie soll ich sagen, Avatar-Commands, die man nutzen kann. Yes. Oh, du bist gut. So ein Befehl existiert nicht. Genau, Gold ist der Befehl. Ja, du musst schon einen Namen eingeben, nicht der echte. Sonst passiert dann nichts. Moment, habe ich da drüben alles eingesammelt oder bin ich jetzt plemplem? Ne, okay, ich habe alles. So. Achtung! Machen Sie sich bereit fürs erste Achievement des Tages. Yeah, I can go. Ja, jedes Mal, wenn wir Moneybags bezahlen, kriegen wir ein Achievement. Wow. Bringt aber nur ein Punkt. Verdoppelt 2. So, das Minigame. Ich sag's mal so, direkt voraus. Ich hasse dieses Minigame. And these hacky players are ruining it. Every time I start my routine, they come in and smack me with their sticks. Oh, I sure wish I had a partner. Someone courageous and strong and handsome. Du siehst nämlich rein gar nichts durch die Kamera. These mean redneck hacky players keep hogging the ice and all I wanna do is dance. Ich brauche gerade ein bisschen Konzentration. Und da bin ich dran vorbei. Ich kann die leider nicht so ändern, wie ich sie haben möchte. Sonst hätten wir das locker schaffen können. Siehst du nicht? Das siehst du einfach nicht. Vor allem, das sind zwei auf einmal. Ja, darfst keine Caps spammen, das ist...
hier nicht erlaubt. Das wird noch eine halbe Ewigkeit dauern, ja. Nein, der letzte! Oh. Nein, das habe ich nicht geändert. Das war schon immer so. Dass man nicht Caps spammen darf. Und noch immer dieselben Einstellungen für den Spam. Oh, knapp. Als ob ich den nicht erwischt habe. Bitte haben Sie Geduld, es verzögert sich um einige Momente. Wieso? Der Flammenarten ist wirklich nicht ganz so groß wie sonst immer. Ich denke nämlich immer, der ist größer. Und da passiert sowas. Jetzt wusste ich nicht, welcher zuerst. Oh mein Gott. Ich sag aber, die Aufgabe ist wirklich schrecklich. Das Eis, zig Milliarden Gegner, die gleichzeitig auch noch kommen. Das ist mein großes Problem, was ich habe immer. Geht doch. We did it. That was my best performance. Schlimm. Raus hier. Raus hier. Genau. Genau, Tom. Menschen, Fabian. Oh, Moment. Da will jemand was von mir.
wieder da. Schauen wir doch mal gerade auf die Statistik. Es fehlen noch 3 Eier. 2 weiß ich, wo die sind. Das letzte auch. Und es fehlen noch ein paar Edelsteine. Alles klar. Guten Abend, Kaki. Wie geht's? Darf ich was sehen, Kamera? Oder ist... Danke. ja, moin. Wir dürfen mal wieder die Eierdiebe jagen. Nummer 1. Nummer 2. Der will mich aber auch verarschen hier gerade. Jede Woche gibt's Retro-Achievements. Ich hab die ersten beiden Teile ja schon durch. Oh, das war Fehler. Jetzt, wo ich halt die Retro-Achievements für mich entdeckt habe, mache ich das halt nochmal. Und zweiter Dev. Für heute. Und die, mein lieber, nicht der echte, sind nochmal einiges schwieriger, als das normal durchzuspielen. Zumindest großteilig. Ich erinnere nur nochmal, wo wir versucht haben, 5000 Punkte bei dem einen Skateboard-Ding zu holen. Das ging nur schief. Ich erwisch den nicht. Also 3D World, das ist, was bald rauskommen soll, steht auf dem Plan noch. Das neue Lego Star Wars. Das gönnen wir uns auch noch. Kaki, danke für deinen Resub. Hype. Ja, Lego Batman sind wir ja gerade dran. Werden aber auch Lego Batman 2 und 3 noch machen.
Lego Jurassic World steht noch auf dem Plan. Lego Indiana Jones 1 und 2. Ja. Keine Ahnung. Lol. Ja, und wie gesagt, die ganze Assassin's Creed-Reihe ist auch noch Speiseplan hier. Oh Scheiße, und schon wieder tot. Wenn ich weiterhin so sterbe, dann wird das nichts mit vielen Aufgaben. Junge, Junge. Stimmt, und Pokémon haben wir auch noch vor uns. Jede Menge. Und ich denke mal, wir werden auch demnächst newer Super Mario Bros. Wii mal wieder machen. Auch wenn ich dort wahrscheinlich kläglich versagen werde. Ich habe noch genug vor Time Engine, Fabian. Warum mache ich das? Gut, ich verliere hier keine Leben. Das ist der Witz an der Sache. Aber wird, dass man kein Leben in den Bonusräumen verliert. Zumindest in den manchen. Nicht in allen, aber in manchen verliert man kein Leben im Bonusraum. Ist schon irgendwo komisch. Hoppala, das war ja viel zu hoch. Really? Ich darf jetzt wieder da entlang laufen. Geil. Hä? Das ist ja noch eine Kiste. Ach, der hat aber keine Edelsteine mehr. Jetzt erstmal wieder hoch, ey. Warum zum Teufel stelle ich mir nie was zu trinken hier hin? Jetzt könnte ich was gebrauchen, ey. Aber okay. Das halte ich durch. Ist ja nicht so, als hätte ich nach 2 Stunden so extrem Durst. Wir haben ja noch nicht mal 2 Stunden um. Wir haben noch nicht mal eine um. Aber ihr seht, die Level sind lang. Wir sind jetzt schon gut eine halbe Stunde mit dem Level beschäftigt. Icy Peak 100% abgeschlossen. Wollte gerade fragen, reloadet sich das? Naja. Einmal ganz kurz strecken. Huiuiui. Zwischensequenzen. Ach ja.
Retro-Achievements technisch wird nach Spyro 3 wahrscheinlich Mario Kart DS kommen. Weil mein PC sollte das definitiv packen mit den 64 GB RAM. Ach ja, dieser Bug in diesem Spiel. Nicht in 6 Monaten, direkt nach dem Game. Nicht der echte, das liegt am Spiel selbst, weil, ja, wie soll man sagen? Das Game hat gewisse Piracy drauf, die dafür sorgt, dass manchmal der Sound abschmiert. Das war bei Spyro 2 genauso. Und wenn ich das Level schon so sehe, dann muss ich denken, Alter, hör mir auf. Denn, meine lieben Freunde, das ist das zweite Level mit dem Skateboard-Gedöns. Na, nein, für 4 und 5 gibt's keine Retro-Achievements. Ivo. Teil 4 und 5 kam für PlayStation 2 raus. Und PlayStation 2 gibt's noch nicht bei den Retro Achievements. Was ich sehr schade finde, ehrlich gesagt. Aber auf PlayStation 2 gibt es mehr Spiele, wo ich sagen würde, da würde ich Retro-Achievements machen. So, habe ich jetzt alles? Sieht gut aus. Sieht gut aus bis jetzt. Vor allem auf Spyro 4 hat mich aktuell auch keinen Bock. Weil Spyro 4 ist ja wie gewiss so verbuggt as hell. Nee, Anime generell nicht. Weil, ja. Wie soll ich es ausdrücken? Bin ehrlich gesagt kein großer Freund von Animes. Ne. Lieber gucke ich Serien. Gut, damals noch habe ich Pokémon noch geguckt. Damals habe ich noch Pokémon geguckt. Aber aktuell
Nein, gucke ich gar keine mehr. Ja, nicht der echte. Ich habe damals Pokémon noch geguckt. Aber mehr auch nicht. Ich habe fast alle Staffeln geguckt. Filme weiß ich gar nicht mehr, was da so filmmäßig gab. Alles. Aber die Staffeln an sich, ja, die habe ich geguckt alle. Zumindest bis Staffel 6. Nee, so viel habe ich nicht geguckt. Ich habe nur 6 Staffeln geguckt. Danach war es mir auch schon nicht mehr so wie die ersten Staffeln. Und seitdem nichts mehr. Naja, da haben sie es ein bisschen verkackt, was die Stimme angeht. I remember that. Autsch. Autsch. Da weiß ich immer noch nicht, was das darstellen soll. Really? Ist der gerade durchgeglitscht? So, ich besiege erstmal alle Gegner, bevor ich hier weitermache. Okay. Eigentlich wollte ich ihn gerade angreifen, aber das lass mal lieber bleiben. Nicht das, nicht der echte, sondern das da, was du gerade vor dir siehst. Das Gelbliche.
Nein. Ist da gerade ernsthaft der Edelstein da runtergefallen? Ja. Ja, ist er. Der Edelstein ist runtergefallen. Ja, aber für Lava sieht das zu scheiße aus. Ganz ehrlich. Das ist gelb. Catch with my pet wolf Farley, but I accidentally threw his ball down this hole and he went in after it. Now he's stuck down there. I feel so helpless. Ich lasse ihn erst gar nicht ausreden, weil ich weiß Bescheid. Dann wollen wir ihn doch mal gleich zurückbringen. Honig, das kann natürlich sein. Ich finde das so süß. So, und der letzte noch. Bis demnächst. Bis demnächst. Mhm. So. Dann wollen wir uns doch mal konzentrieren, nicht wahr? Ah, ja. Hier erinnere ich mich an einen Bug. Komm, spuck's aus. So. Wenn du zu langsam bist, kommst du da wirklich nicht mehr hoch. Leider kann ich den Sparks Edelsteinfinder nicht nutzen. Sonst würde ich es ja tun. Vor allem, weil wir später mit 600 und 700 noch zu tun haben. Hey, you found Farley! How can I ever thank you? I mean, I could give you this old egg, but Farley's been chewing on it and it's kind of slimy. Oh. Ach, stimmt ja. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden heute auch wieder No Damage Run sehen. Weil der nächste Boss befindet sich in Spooky Swamp. Und das heißt im Sinne. Wir müssen wieder vorsichtig sein. Und jetzt müssen wir uns auch noch die Aufgabe stellen, die hier sich befindet. So, meine lieben Freunde, ein Achievement sagt 12.000 Punkte in Zeitraum, einen gewissen Zeitraum,
glaube 3 Minuten sind es wieder. Aber so blöd, wie ich mich hier bei Skaten anstelle immer, wird das, denke ich mal, nichts. Ich sag ja, ich bin zu blöd dafür. Skateboard-Drache am Start. Und ich treffe nicht mal das Ding da. Junge, könntest du jetzt mal bitte das Ding treffen? Okay. Geht doch. Es ist schon schwer genug, gegen Hunter hier zu gewinnen, ne? Da muss es nicht auch noch irgendwas geben mit 12.000 Punkte. Weil ich merke, Skateboarden und ich werden niemals eins. You see what I mean. Ich wäre schon froh, wenn ich das Level zu 100% hinkriege. Den ganzen anderen Krempel können wir gerne am Ende drüber reden. Nee, nicht 101, sogar 117. Es sind sogar 117. In dem Falle. Isn't this the wildest skateboard park you've ever seen? Once you've mastered a few tricks, you can score huge points in this place. What do you... Let's start with something easy. You can jump up... Ja, die ganzen Moves. Okay, now try doing a roll. You can roll in midair by holding down the triangle button and steering left or right. Ja, das sind noch die damaligen Grafiken, mein Lieber. Hey, nice roll. Now let's see you pull a flip. Flips are exactly like rolls, only you push up or down instead of left or right. Just jump off the ramp, hold down the triangle button and push up or down on the directional pad. Da war noch ein Edelstein, was? Wow, you must be a natural. Now let's see if you can pull off a half-pipe spin move. Ja, du musst später Kombis machen, das ist wirklich hart. You nailed it!
Der 900er. Das sind 2,5 Flips. Jetzt zum schweren Teil des Ganzen. Wir müssen wirklich gut Kombis nutzen. Und vor Hunter sein. Fing ja schon mal recht geil an. Warum nicht? Oh Mann, ihr seht's. Echt scheiße. Oh, der war nice. Der war richtig nice. Oh. Okay. Eventuell schaffen wir es doch noch. Wir haben einen guten Vorsprung. Ach, da oben sind auch noch Sachen. Okay, ich lasse mal jetzt die Zeit ablaufen. Tja, Hunter, wir haben schon in Sunnyville hart trainiert. So, ich habe noch Edelsteine gesehen, die ich gerne hätte. Und raus hier. Das mit den Punkten machen wir ein anderes Mal. So, wie sieht's aus aktuell? 5 von 6 Eier und es fehlen noch einige Edelsteine. Tja, gut. Dann würde ich mal sagen, wechseln wir zu Sergeant Bird. Weil den Rest müssen wir mit dem machen. I'm ready to patrol the towers and the perimeter. So, meine lieben Freunde, wir haben hier wieder unseren Knochenfreund von damals.
den wir wieder zusammensetzen dürfen. Das ist richtig, das sieht man wirklich nur hier. Woanders gibt's sowas nicht. Ach, hier muss Sparrow hin. Da müssen wir mit Sparrow auch noch mal hier rauf. Weil Sparrow muss diese beiden Dinger zerstören da. Lustigerweise ist das ja Sergeant Birds Team, was hier gerade spielt. Von daher, recht passend. So, diese ganzen Monstrus müssen wir auch besiegen. Mal sehen, wie viel haben wir denn noch? Also eine Menge. Edelsteine haben wir auf jeden Fall noch. Das Speicherpunkt. Dann höre ich da drin noch was. Das sind 6. Ich kann hier wirklich ganz chillig über die gesamte Insel fliegen, ohne großartig mir weh tun zu müssen. Nur darauf achten, dass man nicht zu tief liegt. So, ich höre noch ein paar Knochendinger. Da ist auf jeden Fall noch einer. Tja, gut. Es wird nur noch einer. Es stellt sich mir die große Frage. Wo wird er sein? Lol, da drüben ist noch ein Gegner. Da waren wir schon. Einer noch. Da war auf jeden Fall einer drin. Da ist der letzte. Und ab geht's. Ja.
Die Cutscene geht viel zu lang. Ja, der tanzende Knochenhaufen. Man kennt ihn. So, wir wechseln noch einmal auf unseren Drachen. Das war gerade ein bisschen knapp. So, ich hoffe, dass die letzten Edelsteine das hier, die beiden Dinger sind. Sieht aber gut aus, aktuell. Danke für den Gift-Sub an Time Mansion Fabian Kaki. Mensch. Enchanted Tower 100%. Ja, das ist aktuell das einzige Mod hier. Für 15 würde ich erst den nächsten Slot freischalten, aber naja, gut. Das hat Zeit. When you see a ladder. So, Level Nummer 3. Und da kriegen wir gleich 3 Achievements auf einmal. Wie gesagt, einmal den Boss, den es hier gibt. Dann natürlich Money Bags. Und 100%. Und welche Sprache haben wir hier natürlich? Haiku. That Gator was mean. I thought that was a gunner. Thanks for saving me. Wir hatten hier noch nie einen Zug. Kaki. Hä? Wie meinst du das jetzt? Der letzte Raid war von Aokami. Ach stimmt, wir müssen auch diese Hai-Schilder da zerstören. Habe ich alle? Gott. Ach so, ja. Der war doch schon. Erinnerst du dich nicht mehr? Die Sache mit Afiet und Co. LOL. Dagegen bin ich doch Afiet geworden. Danke für den Host, Kaki.
Alter, feier ich diese Musik hier. Ah, eine verschlossene Truhe. Wunderbar ehrlich. So, wie gesagt, nicht ins Wasser springen. Da sind Piranhas. Spooky. Spooky Swamp. Wollt ihr mir in den Arsch beißen oder was? Junge, Junge, Junge. Glaubst du doch wohl selbst nicht. Wie? Warte mal. Ja, die Schilder da, die ich zerstöre, geben einen Skillpunkt. Deswegen versuche ich die alle zu zerstören. Nicht, dass ihr euch gerade da wundert. Moment, habe ich die da drüben nicht angezündet? Da ist auch noch ein Schild. Dann mal schleunigst rauf da, weil die muss auch angezündet werden. Da hat er das Ding für mich erledigt. Und da ist Moneybags auch schon. This door is jammed shut. Only the power of gems can hope to move it. You've made a wise choice. Let me go. For you and more gems for me. Best of all, Spyro, I can stop speaking haiku. What a sweet relief. Oh. Wie am Anfang des Levels erwähnt, Haiku. Eine japanische Gedichtsart, die nur wenige kennen. Höchstwahrscheinlich. Geh mal weg da mit deiner Schleuder. So, hier wäre schon Ende des Levels. Aber für uns mitnichten. Für uns geht's hier noch weiter. Und das ebnet uns den Weg zum Boss. Hä? Von da kam ich. Achso, darüber. War gerade kurz verwirrt. Epic Fail. Warum der da jetzt nicht gesprungen ist, fragt mich nicht. Das kann ich selber nicht. Schon wieder! Der springt da nicht! Heiliges Hackfleisch.
Ja, mit dem Ei. Ja, und das waren die Piranhas. So, einmal den Skillpoint mitnehmen. Und dann geht's direkt wieder hier rauf. Weil hier ist ja noch was anderes. Wenn er sich denn da oben hinbegibt. Junge. Ich habe aber auch gerade ein Pech, was die Sprünge angeht. Ich muss da jetzt noch mal hoch für den Schlüssel. Ernsthaft? Und dann müssen wir noch mal zurück wegen der Kiste. Das ist hier wirklich ein Hin- und Hergelaufe. Aktuell. Das ist ja auch noch ein Edelstein. Sag mal. So, dann haben wir die Kiste nämlich auch schon mal. Und wir schauen auf den Stand. ...56% komplett dieses Level. Und ich darf euch jetzt präsentieren, gegen wen wir antreten dürfen in diese offenen Tür. The tea lamps are lit. Now I'll tell you the secret of what's in this house. A creepy wizard lives inside but hits the light. He has awoken. He swore to destroy whoever lights the tea lamps. Better. Na dann mal los. No damage, liebe Leute. Ich muss sie so zurücksteuern. Es lohnt sich nicht mehr. Oh, falsche Richtung. Nein, schon wieder falsche Richtung. Bleib jetzt bloß konzentriert. Ja, treffen ist eine Kunst hier. Did.
Treffer 3. Noch einer. Und verkackt. Da hat er mich erwischt. Lass dich mal lieber bleiben. Ah, verdammt, verfehlt. Jetzt macht er auch noch die roten. Ich glaub's ja nicht. Da hat er die roten ausgepackt. Gib mal her da. Tja, No Damage Run. Ist nicht einfach. Wissen wir ja. Nummer 3. Geht doch. So, den haben wir jetzt. Skip und Summer auch. Jetzt nur noch dieser Bereich. So, die Steine bringt's nicht zu zerstören, die spawnen wieder. Okay, passt mal auf. Ja, exakt. Tastenspam. Ich drücke mal die falsche Taste. Oh, shit. Na, kommst du? Thank you.
Ja, geht der außen rum? Ich glaub's ja nicht. Dann mache ich extra den anderen für ihn weg. Oh man. Das ist eine fiese Aufgabe. Das war zu früh. Das war definitiv zu früh. Ja, geht der wieder auf denselben Pilz, ey. Unfair. Da denkt man, er geht auf den einen, dann geht er aber auf den anderen Pilz. Oh Mann. Was soll ich davon halten? Boah, das war knapp. Alles klar, Kaki. So, ich muss erst mal gucken, wo der lang geht überhaupt. Okay, ich dachte, er geht in die andere Richtung, weil das so aussah. Oh, Junge, Junge. Alle Eier. Hype. So, restlichen Edelsteine. Müssen ja eigentlich hier sein. Wenn man bedenkt, dass wir eigentlich sonst alles haben. Ich denke, wir machen gleich noch das Speedway-Ding. Welches uns noch erwartet. Und dann war's das für heute. Obwohl, wir haben noch... Ja, gut. Je nachdem, wie gut wir sind, könnten wir das theoretisch noch schaffen.
die letzten beiden Level. Mir fehlen Edelsteine. Da sind noch welche. Das haben wir. Fehlen trotzdem noch welche. Da. Sind immer noch nicht alle. Prostmahlzeit. Ich dachte, ich hätte alle Ecken durchgesucht. Mir fehlt echt ein Zehner. Und ich weiß gerade nicht wo. Ist ja eine tolle Wurst. Hier ist definitiv nichts. Dann muss das irgendwo da sein, draußen noch. Ja, hier. Spooky Swamp, 100% abgeschlossen. Ach, lange machen wir auch nicht mehr. Halbe Stunde höchstens. Ja, O-Studio. Ach, komm, mach noch mal. Nö. Mit A. Warum? Nein.
Nein. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ach, das war einer aus meiner Klasse damals. Das war knapp. So, als nächstes Jäger. So. Spyro, you're not gonna believe this, but there are sheep saucers and space cows all over this place. We gotta stop them before they abduct anybody. Ja, das war doch damals. Das war noch damals. Aber mittlerweile dürfte es nicht mehr sein. Ich hasse diese Steuerung. Darf man das mal so sagen? Kommt doch noch was? Danke. Moment. Ei. Steißball. Oh nee, jetzt habe ich schon wieder Time Attack ausgewählt. Thank you.
Das ist schon gar nicht mehr so leicht. Fuck. Das war scheiße. Dammit! Okay, ich habe zu viel Zeit verloren. Ich darf nicht so viel Zeit verlieren hier. Boah, die Strecke hat's schon in sich, ne? So, noch einer. Der muss sitzen. Okay, das war wird. Oh Gott. Das war keine Bestleistung gerade. Aber wir dürfen es doch noch schaffen. Easy. So, da wir aber für das nächste Level kein Achievement aktuell bekommen könnten, würde ich erstmal sagen, das reicht für heute. Wir waren ja schon recht fleißig. Man siehe, ja, wie gut wir waren. Naja.
Ich werde langsam auch steif. Ich merk's in den Beinen. Naja. Bis demnächst.